Hallo und herzlich willkommen zu Kia zu Factorio. Hier sind wir wieder. Ja, wir haben festgestellt, erstmal hier, die roten Schaltkreise reichen immer ausreichend. Haben wir nachgeguckt bei den roten Schaltkreisen. Warum? Ja, dann haben wir gesagt, die produzieren zu wenig. So, und dann haben wir aber festgestellt, naja, da die produzieren eigentlich zu wenig, weil die grünen Schaltkreise nicht nachkommen. Da haben wir das weiter verfolgt. Die grünen Schaltkreise können nicht weiter produzieren, weil die zu wenig Kabel hier kriegen. Und das zu wenig Kabel ist eigentlich da der Sache hier, dass das Band hier zu wenig läuft, also zu langsam. Wir können nicht so schnell hier reinladen, dass die alle hier produzieren können. Das sehen wir auch, hier sind genügend Kabel eigentlich drin. Die können nicht abgelegt haben. Hier siehst du mal die Greifer, die haben das in der Hand. Können nichts ablegen. Ja, stört sich gegeneinander. So, jetzt ist es die Situation so. Wir haben blaue Bänder. Allerdings kann man die nicht im Inventar machen. Und die blauen Bänder setzen voraus rote, schnelle Fließbänder. Die roten schnellen Fließbänder, die setzen voraus Zahnräder und die normalen Fließbänder. Normale Fließbänder produzieren wir hier eh, weil wir die ja auch forschungstechnisch brauchen. Ja, jetzt ist die Sache so. Ich muss jetzt hier erstmal eine Produktion aufmachen mit Zahnrädern und mit den Bändern hier. Ja, muss jetzt erstmal gucken, wie ich das hier outsource, wie ich das hier rausbekomme. Das ist ja alles ein bisschen blöd verbaut. Ich meine, hier hätte ich zum Beispiel Zahnräder von der Hauptlinie, ne? Ja. Nur die Sache ist die. Wenn ich die jetzt hier irgendwo reinzwänge, muss ich sie wieder rauszwängen. Weil ich danach halt hier Schmiermittel brauche. Dann muss ich das wieder irgendwo hinkriegen. Es ist alles gerade hier nicht so einfach, aber ich habe da schon eine Idee. Wir versuchen die ganze Produktion mal nach unten zu verlagern. Das wird dann auch besser, weil wir haben ja Schmiermitteltanks hier zum Beispiel. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt hier hinmachen. Ja, da muss eventuell der ganze Wald hier verschwinden. Das ist wieder das Blöde. Ja, jetzt ist das hier im Weg, weil, ja, wobei ich ja eigentlich hier auch nicht großartig bauen kann. Weil die blauen hier noch sind. Aber die blauen könnte ich eventuell weiter nach da führen und irgendwann nach da unten ziehen. Ja, eigentlich müssen wir das schon hier dann machen, hier die Situation. Ja, bloß gefällt es mir halt, dass ich da jetzt, die Rohrleitung so ewig lang jetzt wieder hier rumziehen muss. Aber warte mal. Halt, stopp. Wir können ja hier anzapfen. Ja. Da wäre eine Zapfstelle schon vorgesehen, weil hier ist eh eine Kurve. Weil man unterirdisch ja nicht in der Kurve legen kann. Da muss man oberirdisch eine Kurve bauen. Ja, da könnte man ran. Aber erstmal muss, wie gesagt, hier der Wald weg. Der stört. Wobei der hier noch ziemlich manierlich aussieht, sagen wir mal so. Also, gesund zwar nimmer, aber ja, er sieht noch besser aus wie der andere Wald, den wir schon hatten hier. Ja, tut mir schon fast leid, dass ich den jetzt hier abrupfen muss. Aber ja, für die Fabrik muss leider auch Opfer geben, ne? Für die Fabrik muss es auch Opfer geben. Und irgendwann verfaulen die sowieso, weil die Luftverschmutzung breitet sich ja so oder anders da aus, ja. Auch jetzt die Montagemaschinen irgendwie keinen Rauch produzieren oder so, aber Verschmutzung tun die irgendwie schon produzieren. Ja, was mich halt wundert, die Elektroöfen zum Beispiel, die tun ja eigentlich auch keine Luftverschmutzung machen. In dem Sinn jetzt also, von daher also keine Umweltverschmutzung, wenn ich es mal so will. Aber was man sich da dann dabei gedacht hat,
Ja, hier ist sowieso noch mit Eisen drunter und Stein. Das ist auch wieder das nächste, was ich da blöd finde. Das habe ich ja schon jetzt ein paar Mal gesagt. Ich hasse es, wenn diese Rohstoffe ineinander fließen. Weil man kann leider dem Förderer nicht sagen, was er fördern soll. Das wäre halt noch so ein Thema, wo ich sagen könnte der Entwickler bitte hergehen und dem Fördermaschine eben noch eine Option geben, welchen Rohstoff er primär fördern soll, wenn es zwei Rohstoffe in seinem Einflussbereich gibt. Ja, ich habe das jetzt ja immer bisher so gelöst, dass ich dann den Fremdrohstoff, den ich eigentlich nicht brauche, aussortiert habe aus dem Band von dem, was ich brauche. Aber das kann es halt auch nicht auf Dauer sein, weil wir haben es ja auch schon gehabt, dass mein Sortiersystem voll war. Also die Kisten. Und dann hat man eine Verunreinigung durch eben das Kupfererz damals, ne? Und das ist halt immer dann gegeben. Man muss dann immer danach gucken und ja und überhaupt. Da kannst du selbst mit irgendwelchen Logikschaltungen eigentlich nicht viel machen. Du kannst ja nur sagen, naja, wenn die Kiste ja fast voll ist zum Beispiel, dann pack ein paar Steine raus. Aber wohin? Wenn nichts mehr rausgeht. Ich habe es zwar ja so gemacht, dass ich dann gesagt habe, ja, packt aus den Kisten das auch wieder raus auf ein Laufband, aber das Laufband hatte halt nicht so viel Bedarf, dass eben die Kiste leer wird. Also die wurde dann halt eher doch voll. So, das wäre das Eisenfeld zum Beispiel immer freigelegt. Ja gut, das war jetzt ja nebensächlich. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht freilegen. Aber naja. Für später, wenn wir da doch mal wirklich dran abbauen. Ja, Stein halt, ja, wie gesagt. Aber das Erz, das brauchen wir eher da wie ein Stein. Gut, wir brauchen ja jetzt dadurch, dass wir diese Glühöfen bauen hier, diese Lichtbogenöfen, brauchen wir ja auch Stein für Ziegelsteine. Und ich habe ja auch gemerkt, dass man Ziegelsteine als Weg bauen kann, zum Beispiel. Also wenn man Langeweile hat oder zu viele Ziegelsteine, dann kann man das machen. Bewegt man sich mit 130%iger Geschwindigkeit. Ja gut, also eigentlich 30% schneller wie normal, weil 130%, wenn ich das richtig sehe, 100% ist ja eigentlich die Geschwindigkeit, die man normal läuft, oder? Das kann ja eigentlich nicht sein, dann 130%. Naja. Er kann natürlich auch ein totaler Schmann sein, was ich da erzähle, aber ja. So. Ja, die sind eh bald leer, dann fällt der Pfad hier eh weg. Da jetzt halt nur geguckt, weil ja, das ist immer blöd. Das ist untergeordnet, wenn so ein Band hier einstreut. Es ist untergeordnet zu dem Hauptband hier, weil das sieht man ja hier, saust durch. Das hat gar keine Möglichkeit hier nachzuströmen. Von daher. Nach Möglichkeit sollte man so eine Einspeisung nicht unbedingt machen. Weil, ja, das kann einfach nicht ausliefern. Dann gescheit. Momentan ist eh so, dass jetzt da nichts passiert und das wahrscheinlich hier unten erster leer wird wie oben. Das ist halt immer so eine komische Logik. Ja, da müsste es eigentlich so einen Durchflussüberwacher geben noch, wo den Durchfluss an dem Band regelt. Aber das habe ich bis jetzt noch nirgends gesehen. Dass man nicht sagen könnte, naja, drossel hier den Durchfluss und dann kann ich oben irgendwo prüfen, wenn da weniger kommt wie eine bestimmte Anzahl, dann tu hier nachdosieren, dann stotter hier nach. Das wäre genial, wenn es so eine Steuerung geben würde noch. Aber ja, gibt es leider nicht. Also meines Wissens halt nicht, ne? So, jetzt ist es aber da dran. Jetzt habe ich genug geschwafelt. Der halbe Folge wieder hier von wegen hier, ja. Was sein könnte, was gut wäre und habe nichts gemacht im Moment, ne? So. Jetzt müssen die Bänder. Ja, jetzt muss erstmal die Forschung versorgt werden. Hier machen wir weiter. Jetzt müssen diese Bänder hier weiter. Aber ich bin eigentlich schon fast geneigt, diese Produktion auszusiedeln.
Die Schwierigkeit ist jetzt bloß, weil ich das jetzt hier so habe. Aber ich könnte da eventuell was dran machen. Warte mal, das wird jetzt ja ein bisschen komisch. So. Ihr tut jetzt schon hier einspeisen und hier schwenkt mal rum. So. Ja, das hat jetzt, wenn sich der eine oder andere wundert, das hat einen Grund. Ich möchte hier die Linie weiterführen. Na. Ja gut, ich könnte hier. Aber das mache ich nicht, dass ich hier jetzt sage, da die Dinger hier werden weitergeführt und so weiter und so fort. Aber nee, nee. Ja, schwierig. Ich könnte das sogar hier abgreifen, dann sogar schon. Tja, oder mache ich das anders? Ha, das ist alles jetzt einfach, Leute. Also, wie ihr jetzt vielleicht so denkt, erstmal hier. Der eine oder andere mag jetzt denken, ah, warum machst du das nicht so und so und selles und irgendwie. Ja, wenn das so einfach wäre, würde ich es machen, aber momentan. Jetzt bin ich eigentlich doch wieder geneigt, dass ich hier doch abzweige. Warte mal, ich brauche Zahnräder, ne? Ja. Zahnräder, Zahnräder, Zahnräder. Ich habe hier zwar überall Zahnräder und hier habe ich Eisenplatten, aber die Eisenplatten bräuchte ich ja da nicht mehr. Ich könnte das aber so machen. Ich könnte die Zahnräder auf dem Band weiterlaufen lassen. Ah, das ist jetzt so toll hier. Ich könnte natürlich auch hergehen, hier eine Fabrik hinbauen, dann hier Bänder nehmen lassen, Zahnräder nehmen lassen. Ja, bloß muss ich das dann wieder. Ich muss das wieder rauskriegen, die ganze Sache dann hier. Das ist gar zu einfach. Und hier, nee, da komme ich halt nicht rum. Das ist. Warte mal, hier ist es sowieso. Hier ist sowieso Ende. Also. Da geht zwar noch der Strahl raus, aber da habe ich es schon verbaut mit dem Geschichtle hier. Ja. Wie mache ich das jetzt? Komm, wir machen mal Folgendes. Wir bauen jetzt mal so eine goldene Maschine hier. Bauen die hier hin. Ja, dann machen wir das so. Eventuell bauen wir noch eine zweite von denen, wenn das zu langsam wird. Der greift sich jetzt hier Bänder. So. Und greift sich hier Zahnräder. Ja. Und dann kommt ein langer Roboter. Legt es raus. Auf ein Band. Das Band kommt hier hin. Läuft hier weiter. Wird hier gebrückt. Brauche ich denn eigentlich? Brauche ich den blöden Pfosten hier eigentlich noch? Warte mal. Ja, das ist. Das ist die verfahrene Situation. Hier haben wir das so und. Eigentlich ist hier ein Fehler im ganzen Konzept. Da passt's. Eigentlich müsste der nächste Pfosten hier stehen. Oh! Ah! Jetzt habe ich. Jetzt habe ich die Fabrik abgerissen, ich Trottel. Warte mal, ich kann es aber mal korrigieren, oder? Die Situation. So, das ändert sich gerade nicht viel daran. So. Was war da produziert? Die Arme hier, da, die normalen Arme. So. So, ist nichts passiert. So, passt. Jetzt haben wir das auch geklärt.
Nur das passt uns trotzdem nicht hier. Dieser blöde Pfosten hier, der muss trotzdem bestehen bleiben, ja. Beziehungsweise, warte mal. Nee, der muss. Doch, der muss. Okay. Weil der zu weit unten ist. Na komm, dann machen wir das eben hier hin, so. Dann zieh es wieder so zum Mittelding hier aus, so passt. Gut, wobei unser Tunnelding hier, das wird ja eh weitergehen hier, von daher. Folgendermaßen. Bis hierhin. Da muss ich das hier tunneln lassen noch. Die Greifarme, ja, die kann ich sowieso brauchen, deswegen ist es ganz egal. Dann muss das hier durchschlupfen hier. Nach da oben. Ja, oder. Ah, nee, ich hab. Ach, Blödsinn, ach, was mache ich denn da? Ich bin wieder mal der Elefant im Porzellanladen hier. So. Also hier bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Hier geht's weiter. Da bauen wir uns dann. Ja, der Scheiß hier oben, der stört halt. Können wir das anders machen? Nee, können wir nicht. Das kommt hier raus, wird da oben auf das Band aufgeteilt. Das kann ich nicht irgendwie um... So, dass es maximal weniger Platz braucht, wisst ihr? Das ist halt ärgerlich, dass man so einen Teil hier nicht irgendwie anders konzipieren kann. Aber wartet mal, wir könnten Folgendes machen. Wenn wir das ver... Können wir das verkürzen, die Geschichte hier? So, das ist jetzt wirklich vage, die ganze Geschichte hier. Das muss hier raus. Dann muss der Teiler hier rein. Das muss weg. Das muss weg. Da muss hier eine Verbindung hoch. Und die muss wieder... ja, wie gesagt, das gefällt mir nicht. Das ist aber anders kann ich es nicht lösen. Ah ja, doch. So kann ich schon lösen. Da könnte ich sogar. Moment mal. Stopp! Wir haben hier ein Problem. Hör auf. So. Ja. Ich muss hier einen rummachen. Was ist denn das jetzt hier für ein Quatsch? So, hier mal aufklären wieder. So. So ist es in Ordnung wieder. Ja, wie gesagt, ich kann das nicht anders ändern. Ich kann da... Ich möchte da versuchen, dass ich hier Platz kriege. Das ist halt, ne? Warte mal, jetzt hat er Folgendes. Eine so eine Fabrik hier. Ich baue jetzt eigentlich bloß noch die drei Fabriken.
Ja, das ist nämlich das Problem. Die Roten kommen. Die Blauen brauchen nochmal was? Ach, die brauchen auch Zahnräder. Die brauchen auch Zahnräder. Ja. Diese verdammten Zahnräder. Dann können wir hier halt nichts machen. Weil ich schaff's hier kein Band mehr hinzuquetschen. So. Weil ich mir überlegt habe, dass ich hier unten das Band immer so mit Brücke und Dings hier da durchschleiche. Und dann, ja, wie gesagt, dann wird es hier stehen. Der holt sich mit einem langen Arm das ran hier. Aber dann kann er es nicht mehr ausliefern, das ist das Problem. Ne? Dann wäre es doch gescheiter. Wenn wir das, sag ich mal, in der Höhe hier anbringen. So. Dann könnte ich hier die Bänder rankern. Na, das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Na so, kann ich das nicht irgendwie doch ändern, dass ich da... Ich komme hier raus. Warte mal, jetzt noch einmal ganz. Jetzt machen wir das hier noch mal weg. Mache das noch mal weg. Die kommen hier raus. Ja, und jetzt müssen sie eigentlich in Teile rein. Wenn ich jetzt hergehen würde, rein spekulativ mal hier, der Teileabstand hier hoch. Weil der teilt ja egal wie, das kommt hier weg. Ich brauche hier einfach Platz. So, und jetzt Sattle. Ah, nee, das geht nicht. Ha, Mist. Das ist sowas von nervig. Muss mich gerade mal umsetzen, deswegen knarzt mein Stuhl. So, ich kann das da nicht anschließen, das ist das Problem. Na, warte mal, ich kann es so. Da muss der Teiler 1 weiter weg hier. Kann so hoch. So hin, Teiler. So. Dann ist hier oben natürlich verlorener Platz. Da habe ich mal gesagt, naja, vielleicht können wir da noch ein paar Fabriken hinbauen. Das ist aber Schwachsinn, das machen wir in der anderen Sache. Was habe ich da in der Hand? Das ist falsch. So, dann machen wir das so. Dann machen wir hier den Bogen rum. So. Ja, jetzt haben wir da ein bisschen Platz gewonnen. Ja, es ist halt, weil ich da unten nicht die Zahnräder, die grünen Schaltkreise noch brauche, ne? Ansonsten hätte ich ja das Ding glatt hier durchlaufen lassen. Naja, aber jetzt haben wir hier Platz, ein bisschen mehr. Jetzt können wir hier doch die Plattenproduktion mit den Zahnrädern hier drauf weiterlaufen lassen. Oder aber, ich habe noch eine bessere Idee. Weil er braucht halt 10 Zahnräder auf einmal. Auf einen Schwung. Wenn wir da ja, beide Bänder hier ankommen lassen. Und das Ding bauen wir. Normalerweise können wir ein geteiltes Band machen, praktisch mit Zahnrädern
Und dann Bändern zusammen. Und jetzt habe ich überlegt, nee, das funktioniert ja auch nicht. Ich kann damit nicht ausliefern. Nee, nee, wir müssen ein getrenntes Band machen. Also mit jeweils den Bändern und den Zahnrädern. Das ist natürlich blöd, aber es hilft alles nichts. Bloß wie? Das muss maximal hier stehen. So, und da brauche ich eigentlich ja die Eisenplatten nicht, ne? Ja, ich würde halt Folgendes vorschlagen, was wir machen. Ich mache da einen Filterarm hin. Der legt mir das auf das Band. So. Und zwar filterst du mir die Zahnräder hier raus. Okay, da liegt es so hin. Ich könnte hier jetzt noch die Bänder anschließen. Das ist doch eigentlich hervorragend gelöst dann. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich hier aufsplitte. So, jetzt sind schon wieder. Ach Mann, das ist wirklich, wenn du hier was überlegen musst, da geht die Zeit rum. So, hier machen wir auf, hier machen wir ran. Jetzt ist der Pfosten doch schon wieder fast im Weg. Aber nur fast. So, hier drunter durch, hier rüber. Ja, bald kommt man da eh nicht mehr so richtig klar, was da wie und wohin geht. So, jetzt, ja, die können, glaube ich, so bleiben. Jetzt hat er da leider ein Zahnrad hingeschmissen, wo es nicht sein soll. Hier, so. Okay. Und das geht jetzt hier weiter. Das wird jetzt hier wieder gebrückt. Einmal, das langt eigentlich so weit hier. Es muss nicht weiter. Und wenn nicht, machen wir es weiter. So. Dann läuft der hier weiter. Ja, nee, das muss noch eins weiter. Jetzt geht es hier nach oben und dahin. So. Dann kommt er genau hier hin. So. Weil da muss ein Arm hin. Ich könnte es natürlich nur ein bisschen kompakter bauen. Der hier macht mir dann blaue Expressfließbänder. Ja, die Dinger, naja. Die lasse ich mir dann von Hand herstellen. Da baue ich nebendran so ein Ding und oder ja. Weil die brauche ich nicht so oft, die Dinger. Ja, so machen wir es. Blaue Fließbänder. So, da braucht er Schmiermittel. Gelbe, nee, schnelle Bänder und Eisenzahnräder. Okay. Der Anschluss, den machen wir nach unten. Das passt auch, weil wir müssen hier anzapfen. Hier steht ein Roboter im Weg. Ausliefern. Ja, gut, das kriegt man dann auch hin. Wobei, ich könnte es. Nee, lassen wir so. Ja, seht, und hier können wir zum Beispiel. Gut, da ist es jetzt Quatsch. Aber wenn der jetzt noch einen Ausgang hätte, zum Beispiel, das wäre auch praktisch. Da könnten wir so einen Rein- und Raus-Pfeil machen, Eingang, und dann könnten wir da die nebeneinander bauen. Und dann müssten wir überall hier die Dinger hier so wie da jetzt hinmachen, wenn es hier noch einen Eingang und Ausgang hätte. Hier dazwischen. Das wäre optimal, aber haben wir leider nicht. So. Jetzt machen wir hier wieder unsere üblichen Untergrundbahnen hier. Oder warte mal, halt. Das war ein bisschen voreilig. Ich will noch eine goldene Fabrik haben. Was ist jetzt hier gerade los? Ach nee, ja, ich habe keine blauen Effizienzmodule mehr. Ja, das war doppelt falsch. Geschwindigkeitsmodule. Blöd hier. Ja, die muss ich mir jetzt mal mehr ins Inventar legen. Hör mal auf mit dem Käse hier. So.
Jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Hier. So, da kommt. Ja, da kommt nebendran die Fabrik. Die macht die Hütchen dazu. Die blauen Hütchen. Schnelles unterirdisches Fließband. Ja, ich weiß, das lege ich dann von Hand rein. Und Zahnräder. Zahnräder ist kein Problem. Laufen hier oben rum. Weil, wenn ich mal welche brauche, dann hole ich mir da welche. So. Warum legt er nicht weiter auf? Ah, ich weiß warum wahrscheinlich. Der weiß nicht, wo er es hinlegen soll. Ja, jetzt weiß er es wieder. Dann müssen wir hier das anders machen. Dann müssen wir es ja eben so anschließen. Das geht auch. Aber jetzt weiß der Roboter, wie ich legen soll. Ja, seht ihr, das ist immer als so ein kleines Problemchen. So, und jetzt machen wir hier das richtig rum. Da gehen mir die Röhren aus. Aber wir sind ja an der Quelle, hier oben haben wir ja Röhren. Ja, seht ihr, da hat er zum Beispiel nur drei. Er könnte aber theoretisch, wenn ich jetzt hier was reinschmeiße, produziert er weiter. Er könnte theoretisch bis auf 100 hier hochgehen, aber das macht er nicht. Ich verstehe da auch nicht warum, was da der Sinn dahinter ist, aber naja, was soll's. Bei den Öfen macht das ja. So, jetzt hat er. Geht's hier weiter? Falsch. Unterirdisch. Genau, bis hierhin, das reicht. Den Rest machen wir oberirdisch. Anschluss, so. Dann müssen wir bis unten die Tanks rausziehen und machen dann hier unsere Produktion hier. Auslagerung wird ein bisschen blöd, ein bisschen schwierig. Okay, ich gebe dir mal das Programm, was er machen soll. Du sollst die roten bauen. Uiuiui, das geht aber schnell. Da kommt ja gerade nach. Ja, da müssen wir wohl einen schnellen Arm hier machen. Der kommt mit den Zahnrädern gerade nach. So schnell muss der da beladen. Müssen wir da gleich einen Stapelarm rein machen? Nee, ich denke mal nicht, oder? Wir machen den blauen noch einen zusätzlichen dazu. So, jetzt hat er. Was sag mal. So, jetzt möchte ich mal was probieren. Forschung, ja, ist in Ordnung. Machen wir hier weiter. Ja, jetzt hast du mich aber hier. Oh, ja. Ja, jetzt können wir es eh nur testen. Ja, die produziert so saumäßig schnell, da brauche ich noch nicht mal Effizienzmodule. Ich glaube, eine blaue Fabrik hätte auch gelangt. Das ist brutal. Weil dann könnte es sein, dass ich noch einen roten Arm brauche zum Auslegen. So, da habe ich aber gerade auch kein mehr im Inventar. So. Ja, und ich sollte eigentlich die Folge schon beendet haben, aber bin noch nicht fertig. So. Jetzt die roten laufen hier längs. Was habe ich denn da gemacht für ein Blödsinn? Och nö. Oh, und keiner sagt's mir. Naja, wie könnt ihr das an mir jetzt auch sagen, wenn ich gerade das aufnehme? Och Leute, was habe ich denn da für einen Scheiß gebaut? Das ist ja alles falsch. Ja, doch, das können wir noch fixen hier. Das wird hier einfach repariert. So und so. Mann, 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 was mache ich denn hier für Quatsch, ey? So. Bänder ab.
So viele Ärmchen brauche ich nicht, danke. Ich brauche jetzt mal noch ja rote Ärmchen. Blaue könnten wir aber auch mal bauen noch. So, jawohl. Da habe ich mir irgendwas im Kopf gesetzt, das war aber falsch hier. So. Jetzt braucht er Strom und braucht Ärmchen. Am besten schnelle Arme. Wisst ihr was? Wir machen hier gleich das volle Dröhnungsprogramm hier. So. Jetzt hat er genug, ja. Jetzt braucht er nur den Strom, der blinkt fleißig. So, hier und da. Jawohl. Ja, da kannst du reinladen, wie du willst, aber das bringt ja nichts, wenn man brennt. Er hier. Produziert Expressbänder, jawohl. Perfektometer. Da kommt ein Band hin. Ja gut, das Band wird man zu weit ausführen hier. Das bedeutet, es reicht eigentlich bis hierhin. Er kann sowieso nichts ausladen, da muss ich dann hier hin. Jetzt machen wir folgendes. Ein schneller Arm. Der packt mir das einfach in so eine Anbieterkiste rein dann. So. Noch ein schneller Arm. Hier hin. Ja, weil die Fabrik arbeitet saumäßig schnell. Ja, und schon haben wir Expressbänder. Jawohl. Ja, Ziel erreicht, würde ich mal sagen. So, ja, natürlich sind wir hier noch nicht fertig. Jetzt wird es ganz komisch, passt auf. Ich brauche nochmal so eine Anbieterkiste, einfach mal. Ja, wo baue ich jetzt die wieder hin? Ja, die könnte ich doch eigentlich hier hinbauen und dann mache ich dann einen langen Arm hin. So, und der packt mir einfach hier rote. Ja, nee. Der packt mir das nicht richtig. Das ist ein bisschen blöd. Nee, das geht so mal nicht. Schon mal nicht, meine ich. Soll mal nicht, ja. Ich nicht kann sprechen gescheit. Ja, da ist kein Platz. Dann machen wir es eben anders. Na nü. Wo hat er jetzt die eine. Wo hat er jetzt die Kiste hin? Ach, ich hatte. Ja, ich hatte ja nur zwei, okay. Nee, alles klar. So, hier. Dann greifen wir die einfach hier ab. Ist ja egal, wo wir das machen. Das reicht, wenn wir dann langsam machen, oder? Ja, wobei. Ich schaue mir mal das ganz kurz noch an hier. Doch ein langsamer reicht hier als Regulierung. Da die Kiste irgendwann mal voll ist, dann passt die Sache auch. Ja, und jetzt mache ich endlich Feierabend. Es sind schon fast 40 Minuten. Wow, und nur wegen der kleinen Produktion für Expressbänder, ja. Ja, gut, dann sage ich wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.